Hallo liebe Imkerfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr es dem Titel entnehmen könnt, geht es heute um das Umhängen der Zellen. Und zwar ist ja heute der sechste Tag der Königinzucht und an diesem Tag sind die Zellen ja verdeckelt und sind an diesem Tag relativ unempfindlich. Deswegen kann man die an diesem Tag käfigen, damit die Zellen sich nicht gegenseitig abstechen, also die Königin, wenn die erste schlüpft. Oder man kann die Zellen, weil sie halt unempfindlich sind, an diesem Tag auch in einen Brutschrank hängen. Denn in einem Brutschrank ist die Kontrolle einfacher, ob die Königin geschlüpft ist, weil man einfach das Licht anschalten kann und nicht erst ein Bienenvolk öffnen muss. Und ich habe einen Brutschrank und deswegen holen wir jetzt die Zellen raus und bringen sie in den Brutschrank. Wir haben es heute wieder sehr schön warm. Gucken, was die Bienen so machen. Ja, das ist der zweite Honigraum hier. Und ich habe leider keine ausgebauten Waben mehr. Das ist eigentlich für einen Raps relativ ungünstig, habe ich so das Gefühl. Deswegen befinden sich in dieser Zeit nur Mittelbände. Wobei hier jetzt auch die ersten ausgebaut wurden. Das sind jetzt so 1, 2, 3, 4 Rähmchen, 5 Rähmchen, die ordentlich, auf denen ordentlich Betrieb ist. Schauen wir mal in den zweiten Honigraum. Ja, komplett voll, komplett verdeckelt. Oh, diese Seite zumindest. So muss es aussehen. So macht das eben keinen Spaß. Der ist auch schön schwer, damit das nicht so auf den Rücken geht. Ich denke, ich werde auch bei diesem Volk, ich gucke mir das gleich in einem anderen Volk, in einem Zuchtvolk an, wie das mit dem Untersetzen funktioniert. Wenn das gut funktioniert, dann werde ich das hier auch machen. Ich stehe lieber hin. So, hier war eine kleine Lücke. Hoffen wir, dass da nicht die Königin durchgekrabbelt ist. Ja, so soll das doch aussehen. Unten schön ausgebaut. Und jetzt hole ich euch mal ein bisschen näher dran. Oder gleich hole ich euch näher dran. Ich fege erst hier schon mal ein bisschen was ab. So, weil das Volk brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Das Rähmchen kommt hier nicht wieder rein, deswegen baue ich den direkt wieder zusammen. Wobei, das kennt ihr ja schon, deswegen geht es bei euch jetzt mit dem Umhängen weiter. So, dann schauen wir uns das Ganze doch mal an. Hier die Teile öffnen.
Ösen, so ist das, war das Wort, was ich gesucht habe. Und jetzt nehme ich einfach hier die Königinzellen, drehe die so ein bisschen raus. Und steck die. Ja, hier. Und steck die auf die Zellen. Und so kommen die nachher in den Brutschrank. So, noch habe ich natürlich kein amtliches Endergebnis, wie viele Zellen jetzt durchgekommen sind. Sobald ich, also ich hole jetzt erstmal alle Zellen raus, dann sehen wir uns ja gleich nochmal im Brutschrank wieder. Und dann weiß ich auch Bescheid, wie viele Zellen durchgekommen sind. Ja, und jetzt befinden wir uns auch schon im Keller meiner Oma. Die Zellen sind jetzt alle in diesen Käfigen. Hier steht mein Brutschrank. Hier oben ist ein Thermostat, ich weiß nicht, ob man das sieht. Ja, man erkennt es nicht. Die Temperatur sagt 35,5 Grad. Das, also jetzt gerade 35,6, aber 35,5 ist die optimale Temperatur. Und in dem Brutschrank befindet sich ein Schälchen mit Wasser, damit hier auch die passende Luftfeuchtigkeit drin herrscht. Jetzt stelle ich die Zellen hier einfach rein. Insgesamt sind von der Zuchtserie 32 Zellen angenommen worden. Und ich denke, das kann sich durchaus sehen lassen. So, das war's jetzt auch schon. Die nächsten Tage haben wir jetzt erstmal wieder Ruhe. Ich kontrolliere jetzt immer ein bisschen das Wasser und die Temperatur. Also die Temperatur braucht man eigentlich nicht kontrollieren, wenn der Brutschrank gut eingestellt ist. Aber das Wasser, das verdunstet ja, deswegen muss man das hin und wieder mal wieder auffüllen. Und dann sehen wir uns am 14. Mai wieder. Das ist der Tag, bevor die Königin schlüpfen. Da bilde ich dann die Ablegerkästen und hänge dort die verdeckelten Weißelzellen rein. Und ja, bis dahin, wie immer, volle Honigtöpfe und ein erfolgreiches Bienenjahr.